Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Kreuzworträtselrunde. Ich bin gespannt, wie es heute laufen wird. So, was haben wir denn da für Wörter? Schauen wir mal nach. Französisch Salz. Sul, Sul, Sol, nein, Sol, nein, nein, Englisch Ziel. Goal oder sowas, aber das meinen die nicht. Vorname von Chaplin ist dann wohl der Charlie. Fertiges Insekt. Ein fertiges Insekt? Weiß ich noch nicht. Afrikanische Hafenstadt, auch das ist so gemein. Ausatmung der Wale. Ist das nicht Blas? Ja, das ist Blas. Hilfsprogramm. Geneigte Fläche ist eine Schräge. Bam. Okay. Englisch benutzen ist einfach. Das ist use. Okay. Fertiges Insekt. Da könnte auch Image reinpassen, aber das ist komisch. Cell ist Salz. Okay, ja, ja. Hilfsprogramm könnte Asyl heißen. Weiß man aber jetzt nicht, ob die das Hilfsprogramm meinen. Nein, tun sie nicht. Europäisches Navi-System Galileo. Ja. Ja. Ein Hilfsprogramm ist toll. Nee. Tool? Nee, auch nicht bestimmt. Keine Ahnung. Was ist denn Englisch Ziel in dem Fall? Hit kann es ja auch nicht sein. Nee, nee. Aim. Aim? Die meinen Aim. Ah. Rabat ist die Stadt. Okay. Aber was ist denn das Hilfsprogramm dann? Image ist doch falsch. Genau. Hilfsprogramm. Ah, so meinen die das. Oh, ich dachte jetzt ein Hilfsprogramm für Bedürftige oder sowas. Oh, ich finde das immer so schlimm, wenn ich zweideutig denke. Aber nicht mal zweideutig im zweideutigen Sinne. Italienischer Ordensbruder, weiß ich noch nicht. Kehren. Fegen. Ja. Vier. Fahr. Vor. Fuhr, fair, also vier, fra, fra, doch den Typen, der es weiß. Low Carb ist LC, Dunst ist der Nebel, ja, ja, easy, easy, 8-Bit sind ein Byte mal wieder, Ungeziefer, blah. Was haben wir hier noch? Zischlaut, SCH. Ja. Okay, Läuse. Hups. Ja, das ist damit gemeint. Gegenteil von Tiefe ist natürlich die Höhe. Kurzer Abstand ist Nähe. Ja, ja. Staudige Sporenpflanze. Was ist noch hier? Kladde. Na super. Da will ich doch lieber die Sporenpflanze. Faun oder so? Nee. Rechnungsnummer. Rechnungsnummer. Das ist eine gute Frage, was die jetzt damit meinen. Irgendwas mit N am Ende? Fahren meine ich doch, nicht Faun. Fahren. Helfer bei Rockbands ist erstmal der Roadie. Das machen wir mal weiter. Hafenmauer ist die Kaimauer. Fischen ist Angeln. Das hilft doch mal weiter. RNR, ehrlich? Also ich, für mich muss da noch ein G rein. Rechnung wird für mich mit RG abgekürzt. Klingt ein bisschen kontraintuitiv, aber... So, wir haben den Fahren tatsächlich. Der ist richtig. Kladde. Heft. Ja, genau.
Englisch auf der Bühne, on stage natürlich. Ständig ist man das ja mal. Nein, ich bin nicht on stage. Ich bin online. Das ist was anderes. Simpson-Großvater, Abe. Genau, alter Städtebund. Pja, pja. Stibitzen, Mausern, Gauner ist ein Dieb vielleicht? Nee. Ganove, chemisches Element ist Uran. Das ist mal wieder dieses Schwermetall. Anteil, der Anteil. Mein Anteil. April. APR. Part. So. Oh Gott. Was meinen die hier? Ein Lump wahrscheinlich. Haha. So, und dann Mopsen. Abgeleitet von Möpse. Nein, natürlich nicht. Die Hanse. Die Hanse ist der alte Städtebund. Ja, ja, deswegen gibt es auch Hansestädte hier in Deutschland. Ausstrahlung. Ja. Nachname von Gronkh. Oh Gott, wie heißt denn der Herr Range nochmal mit Nachnamen? Ah, wie heißt der denn bloß? Hm, muss ich auslassen. Mehrsätziges Tonstück. Ich glaube, ich gebe dann doch lieber den Nachnamen von Erik Range ein. Hm, Ausstrahlung. Gewicht der Verpackung ist natürlich wieder Tara. Tara, Tara. Großer See in Asien. Ist das wieder was mit Aral? Ja, ist es. Ole ist der spanische Ausruf. Ich wollte schon fast Ola reinschreiben, aber da steht noch ein H davor. Sonate ist das hier. Ausstrahlung. Asta. Nee. Der große Bruder in Berlinerisch. Ich weiß nicht, ob das eher so ein Berlinerisch ist. Oder ob ich jetzt so ein Berlinerisch nehmen soll. Ich kann dir das nicht sagen. Das gibt ja immer zwei Dialekte in Berlin. Weißt du? Kennst du? Ich würde nicht sagen, das ist mein Atze. Nee, das würde ich nicht sagen. Nee. Ich persönlich nicht. So, Aura. Aura ist die Ausstrahlung. Und dann haben wir natürlich, brauchen wir hier einen Buchstaben. Oh, Mensch, welcher Buchstabe fehlt mir denn nur noch für den Herrn Range? Das G. Ach ja, das war's. So, das war's, genau. Wir haben fast 8 Minuten rum. Dann wollen wir doch gleich mal das nächste weitermachen. Machen wir das doch mal. Gerade so. Ja, mal gucken. 8. Stufe der Tonleiter. Okay, das ist so. Ah, dann weiß ich, was die 1 ist. Das hab ich jetzt. Routen. Schwänze. Englische Abkürzung. Oh Gott. Extremitäten. Okay, ja, jetzt habe ich das auch. Okay, das ist. Wie geht's weiter? Südafrikanischer Fluss. Ist nicht der Nil. Singvogel Mehrzahl. Ich lasse die 3 mal weg. Ich versuche mal die 4. Arabisch Sohn. Bub. Nein. Das weiß ich auch, was das ist. Wegen der 8. Stufe der Tonleiter. Okay, ja. Ich kann jetzt raten. Aber ich würde mal die 5 noch dazu nehmen. Mittelalterlicher Knecht. Ich glaube, ich nehme die 6 noch dazu. Aber es sieht gerade gut aus. Plauze. Ist eine Wampe. Zum Beispiel. 3. Form von haben. Ist aber hier was anderes. Also ist es keine Wampe. Das ist keine Wampe, will ich euch sagen. So. Trotzdem wenig, Jeltung, was ist Welt, Jeltung, das ist, ja. Altersgeld ist das, okay. G-
Vergeltung könnte auch als Wert bezeichnet werden. Ja, auf jeden Fall, dann wäre das Wort hier unten wahrscheinlich Priester. Das könnte so hinhauen. Gucken wir mal. Also erstmal die Tomatensoße. Bolognese. Nee. Gerade so hatten wir das eigentlich schon mal. Ach so, knapp war das. Ja. Tomatensoße. Weiß ich noch nicht. Aber englische Anrede mit Abkürzung ist Mrs. So, dann haben wir hier Disk oder Disk mit C. Mit C ist es. Gut. Routen. Na, weiß ich noch nicht. Aber hier sind die Arme. Hat. Jagd. Ja. Routen sind Geräte. Nein, 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 das sind sie nicht. Verse bilden ist natürlich reimen. Ja, lasst euch da bloß nicht leimen beim Reimen. Und hört auf, so zu schleimen in den Kommentaren. Nein, Quatsch. Macht ja keiner. Achte Stufe der Tonleiter war die Oktave. Genau. So, ich würde nämlich sagen, die 3 ist ein I. Altersgeld ist Rente. Eni van de Maiklok, yes. Efi. Natürlich. Natürlich, es war die Efi. Nasenloch des Pferdes ist Nüster. Ja, ja. Wo wir beim Reimen vorhin waren, angetan und lüstern, sah sie seine Nüstern. Tatsächlich, der Reim, da habe ich jetzt nicht so lange gebraucht für, wie, um den Vers so zu füllen, dass er nicht zu lang klingt. Also den Rest vom Reim, sozusagen, von der Reim. Nee, Una. Eine, weiblich. Englisch Gebiet ist Area, wir wissen es. Stare? Sind die Singvögel? Vermutlich. Autoschlange ist ein Stau. Ja, dann könnten das die Stars sein. Ja, sind sie. Genug Italienisch. Pasta. So. Sambesi ist das. Zuckerrohrschnaps ist natürlich der Rum. Ungefähr war etwa. Ja. Also bisher sieht es ja immer noch sehr nach Priester aus. Ja, geht auch weiter so. Künstlerentgelt ist die Gage. Ares ist der Kriegsgott. Arabisch Sohn noch nicht. Gans ist die Vogelart. Ben, Zen, Men. Ich überlege gerade, ob ich da irgendwo schon mal sowas gehört habe. Werkzeug. Irgendein Werkzeug oder ein bestimmtes? Machen wir erstmal die Allee. Englisch Bein ist Leg. Der Seestern ist das Meerestier. Der nordische Gott ist das. Säge ist dann das. Okay, Windstoß ist Bö. Boe. Eindeutig so. Routen. Gärten sind das, ja. Die Tomatensauce ist natürlich Ketchup. Ja, klar. Wobei ich bei Ketchup ehrlich gesagt gerne, also ich würde gerne Tomatensauce und Ketchup wörtlich, also sinngemäß eher trennen wollen. Weil ich finde, Ketchup ist eine wirklich sehr vulgäre Variante von Tomatensauce. Nicht, dass Ketchup nicht schmecken würde, aber ich würde einfach sagen, also, es gibt andere Tomatensoßen, die sind irgendwie, weiß ich nicht, die fühlen sich gebildeter, gehobener oder sowas an als Ketchup. So, Walter Scheel mal wieder. Der Walter Verwalter Stadt Erkalter. Nee, der, was auch immer.
Meeressäugetiers der Wahl. Und die Aula ist der Festsaal in Schulen. Flugsteig ist ein Gate. Und damit fehlt uns noch hier was. Rückenstütze ist die Lehne. Okay, es hat immer noch nicht... also hier muss irgendwo noch ein Buchstabe fehlen. Ach ja, der... Also Ben... Echt jetzt? Das habe ich nicht erwartet. Das habe ich überhaupt nicht erwartet, dass Ben Arabisch für Sohn ist. Tja. Also jeder, der Benjamin heißt oder einfach nur Ben, zu dem werde ich jetzt sagen, mein Sohn. Ich erzähle dir mal was. Obwohl, es ist ja nicht mein Ben. Ja, wie auch immer. Oder einfach nur Sohn ohne meinen dran. Kann man auch sagen, würde ich sagen. Würde ich behaupten, geht auch. Geht auch. So, was haben wir denn hier diesmal so für Wörter? Ja, Gage, Vasall, Seestern, Patrick. Wir hatten einmal den Erik in unserem... Also, das ist wahrscheinlich das nächste, was ich rankommen werde, an Gronkh in meinen Videos zu haben. Ein Kreuzworträtsel, in dem man seinen Nachnamen wissen muss. Ah, schön. Ja, Walter Scheel, alles sowas, supi, perfekt, klasse, Ketchup. Haben wir soweit hinbekommen, es sind gerade mal ein bisschen über 15 Minuten durch. Läuft, reicht, klappt. Also wenn das morgen wieder so geht, wenn das vor allem nicht so geht wie gestern, gestern war ja, boah. Gestern war halt mal ein Rätsel für die ganz, ganz Aufmerksamen, würde ich sagen. Auf jeden Fall, heute war es wieder eins so zum Nebenbei-Rätseln, zum schönen, lange, gemütlich lösen. Hier hätte ich auch durchrushen können, tatsächlich ein bisschen. Aber ja, bei Ben hätte ich jetzt wirklich geraten. Also das war jetzt eigentlich nur Spaß, dass ich da ein B eingegeben habe und dann stimmt das auch noch. Nun, ja, was soll ich noch sagen, außer... Wir sehen uns wahrscheinlich, eventuell, vielleicht, vermutlich auch nicht, dann morgen wieder zum nächsten solchen Rätsel. Und ja, ich freue mich drauf, ich wünsche euch noch einen schönen Rest vom Tag und es war mal wieder ein Vergnügen, dabei zu sein. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.